Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ich habe heute den Arzt des Jahres 2023 wieder da, ein guter Freund unseres Hauses, Mitinitiator und Gründer von diesem Format und des Wissenschaftsgremiums, das wir in QS24 haben dürfen. Ich rede vom Professor Dr. Christian Schubert. Ich bin ihm sehr zu Dank verpflichtet in allem, was er jeweils gesagt hat und gemacht hat, insbesondere in den letzten 4 Jahren. Und es ist für Sie und für mich ganz sicher eine große Ehre, dass er heute wieder da ist, um mit mir über ein Thema zu sprechen, nämlich über die Pseudo-Realität und über sogenannte Energiefresser. Sie kennen die bestimmt auch, Leute, die uns einfach immer unsere Energie rauben. Woher kommt das? Was sind da die Zusammenhänge? Wir verraten Sie dann nach dem Intro. Bleiben Sie dran! Ja, und da sind wir wieder. Lieber Christian, willkommen im Studio. Hallo Alexander. Fangen wir an mit der Pseudo-Realität. Oh ja. Was kannst du mir dazu sagen? Was müssen wir unter dem Namen verstehen? Also vielleicht wäre ganz gut, mal einen kleinen Werdegang dazu zu bringen. Nämlich, ich bin ja in den letzten 3 bis 4 Jahren sehr aktiv gewesen, Aktivist. Habe mich sehr für die menschliche Seite der Medizin eingesetzt und war von Beginn an, ich bin ja auch Psychotherapeut, setze mich also sehr mit psychisch erkrankten Menschen auseinander, wobei man nicht psychisch erkrankt sein muss im klassischen Sinn, um psychotherapeutisch etwas mit sich zu tun, also sozusagen eine Selbsterfahrung zu machen, um noch gesünder zu werden, als man sowieso ist. Also ich setze mich auf jeden Fall mit Menschen zusammen, die meine Hilfe brauchen und setze meine Energie dafür ein. Wir sind beim Energiefressen. Mhm. Und in diesen letzten 3 bis 4 Jahren habe ich gemerkt, schon sehr früh gemerkt, dass wenn wir mit Zahlen und Fakten kommen und versuchen, bestimmten Menschen, die eine andere Idee haben, warum die letzten 3 bis 4 Jahre so sind, wie sie sind, versuchen zu überzeugen mit Zahlen und Fakten, dass wir ja eigentlich die Erfahrung gemacht haben, eigentlich laufen wir ins Leere. Die wollen von uns die Informationen nicht hören, die tun so, als ob sie nicht gäbe, die argumentieren ganz eigenartig mit anderen Zahlen und sogenannten Fakten. Wenn dem so wäre, hätten sie es ja nie so gemacht. Genau so ist es. Und ich habe mich von Beginn an eben als Psychotherapeut schon die Frage gestellt, eigentlich will ich mit denen gar nicht diskutieren. Ich spüre, dass das Energieverschwendung ist. Und dann kam ich in den letzten Monaten interessanterweise auf meiner Kur, auf einer Fastenkur, die ich Mitte des letzten Jahres gemacht habe, auf einen hochinteressanten Artikel, der das Thema Pseudorealität betraf. Und dieses Konzept Pseudorealität, das ist von einem Herrn Josef Pieper erfunden worden, der Theologe war und Soziologe und in der Mitte des letzten oder man muss genau sagen in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts zunächst mal ein glühender Verehrer des Dritten Reichs an Nazis war, die die Herrschaft übernommen haben und er war einer von denen, die toll fanden, ja, sich aber dann in sich gegangen ist und sich gefragt hat, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, also die Ideen der Nazis sind eigentlich nicht die, die er normalerweise gut finden würde. Irgendwas passiert da gerade mit ihm. Und er hat innegehalten und hat sich gefragt, was ist denn da eigentlich los? Und hat das Konzept der Pseudorealität entwickelt. Und dieses Konzept der Pseudorealität ist etwas, was ganz leicht verstehbar ist und wir ganz, ganz schnell in unser normales Denken aufnehmen können und sehr davon profitieren. Es ist das, was, wenn wir es ganz einfach sehen, was Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren sagt, nämlich, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist ein positiver Teil dieser Geschichte, aber es gibt eben leider auch viele negative Teile dieser Pseudorealität. Ein weiterer positiver ist der Verliebte. Entschuldigen Sie ganz kurz diese Unterbrechung, aber bitte, es dient nicht nur uns, sondern auch der Verbreitung dieser Sendung, wenn Sie diesen YouTube-Kanal jetzt auch abonnieren. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß. Adieu miteinander.
der ist ja auch so ein bisschen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das heißt, ich mache mir meine Liebe, die ich habe, die lasse ich nicht, die sehe ich nicht kritisch. Mhm. Das kennen wir alle. Wir waren alle schon mal verliebt. Und wenn wir in diesem Zustand sind, der ja hochphysiologisch ist, der ja das Überleben der Menschheit garantiert, ja, das ist ja eigentlich der Klebstoff fürs Weiterkommen als Mensch. Ja? Wir brauchen die Liebe und das Verliebtsein und damit schaffen wir neue Generationen. Das ist was Wunderbares. Ja? Und also Physiologie. Aber darin kann man das Konzept der Pseudorealität sehr schön verstehen. Wenn wir nämlich verliebt sind, dann darf niemand kommen und uns etwas über unsere Liebe erzählen. Oh, oder über den Partner negativ. Ah. Oh, ganz schön. Also das bedeutet, angenommen, es würde ein guter Freund kommen, ja, von dieser verliebten Person und würde sagen, du pass mal auf, ich habe da Zahlen und Fakten. Die sprechen gegen die Beziehung. Die sprechen eindeutig gegen die Frau, in die du da verliebt bist. Ja. Ja, und das solltest du die Finger davon lassen. Ja, das täuscht dich. Keine Chance. Mhm. Das heißt, dieser Freund, der es wirklich gut meint und aus der sogenannten normalen Realität kommt, ist ja nicht verliebt, hat ja keine starken Emotionen, er ist nicht irrational unterwegs, sondern er spricht mit jemandem, der gerade, ja, man könnte in der Psychiatrie sogar von einem psychotischen Zustand sprechen. Ja, geblendet, der baut sich die Welt, wie es ihm gefällt und lässt auch niemanden da rein, diese Pseudorealität. Das heißt, diese Person wird nun beginnen, Argumente dafür zu finden, warum seine Liebe liebenswert ist und warum er mit ihr in die Zukunft gehen sollte. Also Zahlen und alles Fakten, anders als früher. Die Zahlen, das sind auf Vergangenheit bezogen. Irgendwie wird er rechtfertigen. Er wird rechtfertigen, warum das nicht richtig ist, was der eine da sagt. Und er wird eben ganz andere Beweise dafür finden, warum das alles nicht stimmt und er recht hat. Und wir nennen das in der Psychologie Paralogik. Also, der Freund hat eine normale Logik. Er bringt Zahlen und Fakten. Und der Verliebte argumentiert in einer sogenannten Paralogik. Aha. Das ist nicht eine Logik, die in der normalen Welt zählt. Ja, und, ja. Man könnte jetzt auch sagen, unwissenschaftlich. Paralogik. So, und jetzt kommt der Freund nochmal und nochmal und nochmal, weil er will ja seinen Freund retten vor dieser schrecklichen Person. Und irgendwann mal wird der Verliebte sagen, weißt du was, du bist gar nicht mein Freund. Denn meine Argumente, die ich dir jetzt gebracht habe, die zählen bei dir nicht und offensichtlich hast du vor, mich von meinem Glück abzuhalten. Du bist ein Böser. Und wenn du jetzt weiter tust, dann bist du nicht mehr mein Freund. Ja, ich gehe sogar so weit, dass du nicht mehr nur mein Freund bist, sondern ich zeig dich bei der Polizei an, dass du irgendetwas im Schilde führst, was mich von meinem Glück abhält. Du bist eigentlich ein Verschwörer, ein Krimineller. Ein Schwurbler. Und das nennen wir Paramoral. Das heißt, der Pseudorealist ist paralogisch unterwegs und paramoralisch unterwegs. Ja. Und dieses Konzept ist unglaublich interessant, wenn wir es auf die letzten 3 bis 4 Jahre anwenden. Als ich mir also gesagt habe, ich merke, dass diese Menschen da für Zahlen und Fakten überhaupt nicht ansprechen aus der normalen Realität. Und ich mir gesagt habe, ich will eigentlich auch gar nicht Kontakt weiter mit denen haben und mit denen auch noch anfangen zu diskutieren und meine Energie zu verschwenden, denke ich, ist es das, was Josef Pieper meinte mit Pseudorealität. Also, es sind offensichtlich viele Menschen in den letzten 3 bis 4 Jahren in einen Angstzustand gekommen, ob versetzt oder selbst in Panik geraten aufgrund einer schrecklichen Mikrobe, die damit in eine sogenannte Pseudorealität gekippt sind. Denn nicht nur Liebe macht Pseudorealität, sondern alle heftigen Emotionen. Also alles, was sozusagen außerhalb des Normalen unterwegs ist, was Emotionalität betrifft, legt den Verdacht nahe, dass Menschen sich in Pseudorealität befinden. Und Josef Pieper, der sich ja mit den Nazis auseinandergesetzt hat, der meinte, dass die Pseudorealität, die ich jetzt gerade beschrieben habe, der Beginn des Totalitarismus ist. Denn wenn viele, viele Menschen in eine Pseudorealität kippen. Und wenn es Verbrecher gibt, die interessiert daran sind, viele, viele
die Rattenfänger, die die Ratten um sich sammeln, ja, die schaffen es, wenn sie es denn gut und subtil ansprechen, anstellen, mit viel Propaganda und mit viel falschen Narrativen und mit viel Angst. Es braucht immer sehr viel Emotion dabei. Es braucht vor allem jene Emotionen, die fundamental sind für das Überleben der Menschheit. Davon haben wir zwei: Angst und Liebe. Die Liebe führt zu einem Fortführen der Menschheit und die Angst, so wie es ausschaut, zu einer Vernichtung. Und genau da sind wir gerade. Das heißt, eine Situation, in der offensichtlich über Angst unglaublich viel versucht wird, in eine Richtung zu bewegen, die uns in totalitäre Strukturen nicht nur bringen wird, sondern schon längst gebracht hat. Davon bin ich überzeugt. Das ist ja nicht nur dieses Mikrobenthema. Nein. Ich glaube, da hat sich's vermehrt ausgelöst, dass es so einen Grabenkrieg gibt in der Gesellschaft, wo immer vernünftig irgendwo an einem Tisch über die Situation Russland. Da gibt's nur Gegner. Putin ist böse, Amerika lieb. Red mal über diese ganze Machtstruktur aus Amerika heraus, wo weltweit, glaube ich, in den letzten 100 Jahren, weiß Gott, wie viele Kriege angezettelt wurden zum Wohle des Friedens, gell? Du kriegst nur Feinde. Redest du über Ernährungsthemen, die Leute wollen nicht sich abhalten lassen von dem. Also es ist immer mehr so Fronten, die aufeinander driften, keine Kommunikation. Und früher war noch Dialog da. Ja. Heute wird nicht mehr diskutiert. Nein. Wobei ich jetzt sagen muss, wenn du jetzt so darüber sprichst, dann denke ich mir, ich würde schon sagen, dass die, die sich in den letzten 3 bis 4 Jahren gewehrt haben gegen die Übernahme und gegen Injektionen, Genmanipulation und soziale Distanzierung. Oder auch für den Frieden einsetzen. Und die sich für den Frieden einsetzen und die gewissen Narrativen sozusagen nicht so einfach auf dem Leim gehen. Oder weil die One-Health-Idee von der WHO nicht unbedingt befürworten. Zum Beispiel. Oder auch die Frühsexualisierungsgeschichten abwinken, sondern die reflektiert sind, die noch nachdenken, die rational sein können. Ja? Ich würde sagen, dass die nicht Krieg machen. Also wenn du von Krieg redest, dann würde ich die Hypothese aufstellen, dass es 2 Lager braucht, die beide in Pseudorealitäten sind und nicht miteinander sprechen können, weil sie beide irrational sind. Und den Kampf und den Krieg und die Aggression das Töten als einzigen Ausweg sehen, damit eine der beiden Pseudorealitäten zumindest überhand nimmt und gewinnt. Wir in diesen letzten 3 bis 4 Jahren habe ich nie als aggressiv erlebt. Ich habe diese Gruppe nie als laut empfunden. Ich habe sie nie als empfunden in einer Form, dass sie sozusagen gegen die anderen vorgehen würde. Ich habe sie relativ friedlich erlebt, sowohl auf den Demonstrationen, die da waren, bei meinen Vorträgen, bei meinen Reden, die ich gehalten habe. Das waren letzten Endes immer Menschen, die friedliebend waren und die eine Haltung hatten und diese Haltung verteidigt haben, aber nicht mit Kampf und nicht mit Krieg und nicht mit laut und so weiter, sondern die eigentlich relativ ruhig waren. Und ich würde vermuten, dass das ein Hinweis darauf ist, dass diese Menschen sich halbwegs in einer normalen Realität mit normalen rationalen Gedanken befanden, während die anderen in Angst und Panik und ich weiß nicht was allem und langsam auch steigender Aggression gegen uns, dass die in einer Pseudorealität sich befinden bzw. befunden haben. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es einige gibt, die jetzt langsam aufgetaucht sind, die nicht mehr so viel Angst vor dieser Mikrobe haben, die wissen langsam, dass die Mutationen dazu geführt haben, dass diese Sachen jetzt nicht mehr so gefährlich sind, wie sie durchaus am Anfang waren. Also ich denke an die verschiedenen Varianten am Anfang. Die waren für manche Menschen durchaus gefährlich. Also für die Alten, für die Vorerkrankten, aber auch für die gestressten Menschen war diese Mikrobe gefährlich. Aber letzten Endes weder für junge Erwachsene, fitte Leute, auch für Kinder schon gar nicht. Also ein Großteil der Bevölkerung war eigentlich ohne Gefahr. Und ich glaube, dass es jetzt langsam jene gibt, die das Gehirn wieder einschalten können, die wieder rational, normal denken können und sich heute wundern und sich fragen, ja, was habe ich denn damals gemacht? Und warum habe ich denn die sogenannten Schwurbler bezeichnet? Also ich glaube, da gibt es einen Prozentsatz in der Bevölkerung, der langsam mehr wird. Und ich hoffe, dass auch in anderen Bereichen, dass sich das durchsetzt. Da kenne ich Leute in Deutschland, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die sagen mir, wie konnten wir das nur zulassen? Ja. Und heute sehe ich dahin und sage, wenn du mitgeschwommen bist in diesem großen medialen Hirnwäsche,
hast du es vielleicht gar nicht gemerkt, das hatten wir doch jetzt auch nicht gemerkt, oder? So ist es. Genau das Gleiche. Genauso ist es. Und deswegen habe ich auch von Anfang an mir gedacht, ich habe auch gar nicht eine, wenn diese Menschen nicht aktiv gegen mich vorgehen, ja, so wie die Ärztekammer in Österreich zum Beispiel oder meine Universität, also wenn da nicht aktiv versucht wird, mir Schaden zuzufügen, dann war mir das auch, konnte ich das auch psychotherapeutisch sehen und mir denken, die sind in Angst, die sind in einer Pseudorealität und lass die lieber in Ruhe. Verschwende deine eigene Energie nicht für das Überzeugen dieser Menschen, weil du wirst sie nie überzeugen. Du musst dir nur sagen, diese angsterstarrten Menschen da, die in dieser Mikroben-Pseudorealität sich befinden, die sind wie Verliebte. Und auch einem Verliebten würde ich niemals seine Liebe abraten, sondern würde ihn drin lassen und würde ihn beobachten und vielleicht an so manchen Stellen ihm einen kleinen Stupser geben. Aber ich würde nie versuchen, ihn rational davon zu überzeugen, dass das nicht richtig ist, was er tut. Und genauso habe ich mich auch verhalten im Endeffekt in den letzten 3 bis 4 Jahren. Ich habe versucht, das habe ich immer gesagt, wir müssen schauen, dass wir, die das durchschaut haben, wir, die normal noch denken können, dass wir etwas Neues miteinander schaffen, dass wir die Energie für ein Neuschaffen einer Gesellschaft verwenden und uns nicht verbrennen und von diesen Energiesaugern, die uns am liebsten ermüdet sehen und am liebsten erschöpft sehen, damit wir uns dann auch noch die Nadel reinjagen. Mhm. Ich denke, das war wichtig, dass man sich da distanziert. Und das ist etwas, das können wir heute auch für unseren normalen Alltag verwenden. Ja, also, dass wir da auch manchmal uns zurücklehnen und uns sagen, nein, ich bin hier nicht Psychotherapeut, Und als Psychotherapeut habe ich immer mit Pseudorealisten zu tun. Ja? Das ist mein täglicher Job, aber dafür kriege ich auch viel Geld. Aber ich würde das niemals freiwillig tun, irgendjemanden zu versuchen zu überzeugen von etwas, wo ich das Gefühl habe, er ist verängstigt, er ist aggressiv, er will den anderen schuldig sehen, er möchte Recht haben, er ist ein Narzisst. Auch ein Narzisst ist ein Pseudorealist, indem er letzten Endes sich die Welt so macht, wie sie ihm gefällt. Und wie gefällt einem Narzissten die Welt, indem er nur diejenigen an sich heranlässt, die ihn bewundern, zum Beispiel. Alle anderen, die ihn kritisch sehen, die vielleicht auch manchmal schmunzeln, weil sie sich sagen, es kann ja wohl nicht stimmen, was der von sich hält, er meint, er sei der Beste, denen will der Narzisst nichts wissen. Und wenn die zu oft mit ihm Kontakt haben, dann wird er sie wütend wegstoßen und wird sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Im Endeffekt, weil du mir zu viel Schmerzen machst in meiner Welt. Oder diskreditieren, diffamieren, was auch immer. Kaputt machen, oder, den Typen. Genau. Du hast gesagt, verliebt sein, klar, wenn man da irgendwann kommt, das große Erwachen, sollte man meinen. Habe ich jetzt da noch nie gesehen, das große Erwachen aus dem Verliebtsein rauskommen. Dann müsst ihr ja plötzlich sagen, oh, wie konnten wir das zulassen? Aber lass mir das Thema jetzt mal von den letzten 3, 4 Jahren. Gehen wir mal rüber. Wie viel Energiefresser haben wir denn auch sonst in der Gesellschaft? Wenn ich mich mit Menschen manchmal unterhalte, die identifizieren sich nur noch über ihre Krankheit. Die sind ja irgendwie stundenlang nur noch am Jammern und ziehen und ziehen und ziehen und ziehen. Und andere Leute sind so einsam, dass sie endlich mal jemand haben und dann geht's los. Und am Schluss bist du echt total ausgelaugt. Mhm. Richtig, ja. Sind auch Energie. Absolut, absolut. Was du hast nichts anderes jetzt gesagt, als das sind psychisch belastete Menschen. Das, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Erkrankung, das sind Menschen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit, so wie du es mir gerade berichtet hast, zu den sogenannten somatoformen Störungspatienten gehören. Das heißt, das sind Schmerzpatienten, das sind Patienten, die dauernd irgendwelche Wehwehchen haben im Darm, irgendwelche Probleme im Magen, irgendwelche Probleme am Herzen. Ja. Wo der Schulmediziner, der Mechaniker, der Maschinenmediziner nichts findet. Und sie identifizieren sich mit dem, was auf dem Papier steht. Absolut. Sind sie doch gar nicht. Ja, ja, aber warte noch. Der Maschinenmediziner wird ihnen ja keine Krankheit diagnostizieren. Es wird ja noch viel interessanter. Das heißt, die gehen zu ihrem Schulmediziner und lassen sich möchten gerne, dass sie der was findet. Der soll einen organischen Schaden finden, damit dieses Wehwehchen, das dieser Patient ständig hat, dass das auch wirklich dingfest ist und man auch etwas dagegen tun kann. Das Problem ist, er hat eine somatoforme Störung. Das heißt, er drückt seine psychische Belastung, sein ganzes Drama, sein Trauma im Körper aus, weil er sich mit seinem Trauma nicht auseinandersetzen möchte und kann. Das sind unbewusste Prozesse. Mhm. Das heißt, die Krankheit, die Symptome werden sozusagen als eine Art
Abwehrmechanismus unbewusst benutzt, um sozusagen mit seiner eigenen Thematik fertig zu werden. Das heißt, damit kann man zum anderen kommen und sagen, mir tut weh, mir tut weh, mir tut weh. Eigentlich möchte ich sagen, mir tut mein Trauma weh. Mir tut weh, was ich in der Kindheit erlebt habe. Mir tut weh, dass meine Eltern sich getrennt haben. Mir tut weh, dass meine Eltern mich in die Kindergarten- oder in Kinderaufbewahrungsstätte gegeben haben. Mir tut das alles wahnsinnig weh. Aber er kann es nicht mehr symbolisieren in Sprache. Er muss es sozusagen über den Körper zeigen. Und indem er andauernd über seine Schmerzen redet, will er eigentlich ausdrücken, ich habe das und das Thema. Aber er kann es nicht, weil es ihm zu weh tut, im wahrsten Sinn des Wortes, über sein Drama zu sprechen. Vielleicht kann er es auch gar nicht. Das ist unbewusst. Das heißt, der Körper wird zum Instrument und wird zum Schulmediziner getragen, zum Maschinenmediziner. Und der versucht verzweifelt, etwas zu finden, gibt ein Medikament nach dem anderen. Am Ende operiert er sogar. Aber es ist nichts anderes, was dieser Patient hat, als sein Trauma wird im Körper ausgedrückt. Das müsste eigentlich benannt werden. Er hat nur Wirkungen und Wirkungen. Das kann der Maschinenmediziner aber nicht. Die Sprache hat er nicht gelernt in seinem Studium, dass er diese Symptome auch wirklich so deutet, wie sie gedeutet werden müssten. Und damit befindet sich der Patient in einer Pseudorealität. Das heißt, er sieht nur die und will nur mit denen Kontakt haben, und jetzt wird es spannend, die sozusagen in seiner Pseudorealität ihm so wenig wie möglich Schmerzen machen. Und dreimal darfst du raten, wer das ist. Nicht der Psychotherapeut. Mhm. Denn der Psychotherapeut, der würde diesem Pseudorealisten, dem Schmerzpatienten, nämlich die Wahrheit sagen. Ja, er würde sagen, schau mal her, deine Schmerzen kommen eigentlich von deiner schlimmen Kindheit, die du hattest, oder? Nein, dieser somatoforme Störungspatient, der so viel erlebt hat in seinem Leben, dass er jetzt in Schmerzen ausdrücken muss, der wird wohin gehen? Zum Maschinenmediziner. Denn der Maschinenmediziner ist genau der, der ja eigentlich finden müsste, an was der Patient in Wirklichkeit meint zu leiden, nämlich an einer körperlichen Störung. Mhm. Und so haben sich zwei unterm Tisch die Hand gegeben. Wir nennen das Kollusion. Das heißt, der Patient will nicht über sein Trauma sprechen und der Maschinenmediziner kann nicht über das Trauma sprechen, weil er es nie gelernt hat, über ein Trauma zu reden. Und so sind zwei in einer Pseudorealität und das nennen wir Schulmedizin. Ich möchte mal noch schnell über das Thema Negativität reden, Negativismus. Es gibt ja auch Leute, mit denen du redest und bist ja auch total nachher erschöpft, weil die letztendlich auch deine Energie rauben, weil sie immer alles so rabenschwarz sehen. Immer alles so negativ, Weltuntergang da und da und das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Also das ist für mich schon auch immer wieder schwierig. Und also eigentlich distanziere ich mich von solchen Leuten. Ich habe da gar keine Zeit, Nerv da alles zu rechtfertigen und Ideen darzulegen. Aber das sind für mich auch Energiefresser, die ich gerne auch in dieses Thema reinbringen will. Woher kommt das, immer alles so schwarz zu sehen? Ja, das erinnert mich jetzt mal an erster Stelle an ebenfalls psychologisch eher belastete Menschen, an Depressive. Wir kennen aus der Depression das Symptom des Pessimismus, das Symptom, dass alles schlecht ist, dass alles grau gesehen wird. Das hat alles einen grauen Filter. Es gibt schwerere Depressionen, wo das wirklich so dunkel ist, dass man sich vielleicht auch das Leben dann nehmen muss. Mhm. Aber es gibt auch Zwischenphasen. Es gibt chronisch depressive Erkrankte, die einfach grundlegend sich nicht wirklich freuen können und die dauernd so einen leichten Grauschimmer haben und deswegen alles eher ins Negative ziehen. Und das kann natürlich für die, die gesund sind und die aus der normalen Realität kommen, die flexibel mit Welt umgehen können, die also einerseits mal sagen können, das sieht nicht gut aus, da lasse ich auch jetzt lieber meine Finger davon, ich schütze mich, weil ich sehe, das ist was Negatives und ich konzentriere mich mehr auf das Positive, weil ich von dort Energie bekomme, ja, und nicht verbrenne darin, das ist ja gesund, während die Negativen, die Depressiven, die fühlen sich offensichtlich dem Negativen auch angezogen und schädigen sich damit natürlich zunehmend mehr und haben überhaupt kein Gefühl dafür und keine Ausrichtung, sich dem Positiven hinzuzuwenden. Deswegen sollten depressive Menschen, wenn sie in einer depressiven Krise zum Beispiel stecken, auch nicht an die Zukunft irgendetwas in die Zukunft planen, weil sie mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eine negative Entwicklung in die Wege leiten, weil sie einfach
eher das Negative und das Selbstschädigende sehen. Also das heißt, zuerst mal ein bisschen Psychotherapie machen und dann wieder herauskommen aus dem Loch und dann kann man sich dem Positiven hinwenden. Ja, ja, klar, wenn man sich mit dem Ziel schon vorgibt, ich werde ja eh wieder scheitern, dann wird es selbst... dann werde ich auch das machen, wo ich scheitern werde. Ja, klar, natürlich. Ich hatte mal doch eine Ärztin da, die hat mir nach Sicht der Hormone des Körpers mal noch so einiges erklärt, dass es durchaus auch mal einen Hormonmangel geben kann im Körper, der die Psyche dermaßen beeinflusst, dass du wirklich nicht mehr eigentlich der Mensch bist, der du eigentlich sein solltest, sondern durch Mangelerscheinungen plötzlich eine Depressivität hast oder schwache Nerven, ständig Gereiztheit und. Fand ich auch einen spannenden Ansatz, das auch mal... Finde ich keinen spannenden Ansatz. Nicht? Nein. Ja? Nein, du bist beim Reduktionismus wieder angelangt und ich denke, diese Mangelerscheinung, die ist letzten Endes Ausdruck für ein großes Problem, das dieser Mensch wahrscheinlich hat. Und wenn man genau hinschauen würde und wenn die Medizin endlich einmal das Psychische und Soziale und die Beziehungen und die Lebensgeschichte eines Menschen hineinnimmt in die Rechnung, dann wird er herausfinden, und jetzt kommt der Psychoneuroimmunologe in mir, dann wird er herausfinden, dass das, was man da sieht, sozusagen an Hormonmangel, eigentlich bewirkt wurde durch Stress, durch psychologische Belastung und dass das sozusagen eine Fehlidee ist, zu meinen, dass das von unten nach oben wirkt, sondern es ist eher so, dass von oben nach unten zuerst... Ja, da sind wir wieder, genau da. Da hatten wir noch vor der Sendung, das ist, jetzt machen wir doch diese 4 Minuten auch noch, gell, darüber diskutiert. Wenn das Baumaterial fehlt, um ein Haus bauen, wie kannst du ein Haus bauen? Oder wie kannst du sanieren, wenn das Material fehlt? Da haben wir über Mikronährstoffe geredet, über Mangelernährung. Und dann haben wir festgestellt, es gibt Länder, die haben also beständige Mangelernährung und haben trotzdem ein Haus, das sie sanieren können. Ist ja ein Widerspruch, oder? Das würde bedeuten, dass die Kultur dafür verantwortlich ist, dass obwohl du dich so genannt nicht richtig ernährst, wobei ich das ja überhaupt nicht glaube, also ich glaube sehr wohl, dass es mehr ist als, also ich glaube auch, dass Menschen, die nur mit Reis sich ernähren und damit, ich weiß, das war das Beispiel vorhin, und damit gewisse Dinge nicht aufnehmen, dass die diese gewissen Dinge auch gar nicht brauchen. Also ich glaube, dass Kultur so in den Körper aufgenommen ist. Oder sind es die Darmbakterien, die alles produzieren aus diesem Reiskorn heraus, dass der Körper keine Mangelerscheinung hat? Vielleicht. Weil es ist eine Chemiefabrik, diese Darmbakterien. Natürlich ist es eine Fabrik. Natürlich ist das. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass alles zusammen, es gehört alles zusammen. Man muss es als eins sehen. Und jemand, der in Ostasien ist, der eine andere Kultur hat, eine andere transgenerationale Entwicklung, der ist auch biologisch anders. Und jemand, der hier in Europa ist, im Westen ist, in Amerika ist oder wo auch immer, der hat auch eine andere Biologie, der hat eine andere Psychobiologie, der hat eine andere Soziopsychobiologie, der hat eine andere Kulturo-Soziopsychobiologie und der hat auch noch eine andere Spirituo-Kulturo-Soziopsycho-Neuro-Immunologie. Also das spreche ich jetzt nicht nach. Aber wenn wir das jetzt so sehen und jetzt kehren wir den Spieß doch einfach mal um und sagen wir mal, wir nehmen eine Person, gesunde Psyche, gesunder Geist und lassen die Gift trinken. Dann wird der Körper letztendlich darunter leiden und sogar sterben können. Ja? Also du kannst ja nicht mit der Psyche das Gift beeinflussen, weil das Gift auf den Körper greift. Also die Psyche steht ja über allem. Wir sagen ja, der Psyche macht den Körper. Wenn ich jetzt aber sage, dieses Gift, das ich trinke, ist jetzt für meinen Körper unschädlich, okay, dann mache ich Selbstmord, oder? Absolut. Also Folgendes. Ich würde Folgendes darauf antworten. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass wenn du ein schweres Gift hast, das einen Menschen vernichten kann, dann glaube ich, hilft dir auch eine gesunde Kindheit nicht. Dann wirst du sterben. Aber dieser Mensch, der eine gesunde Kindheit hat, der mit Liebe aufgewachsen ist, der trinkt das Gift auch nicht, gell? Der kommt möglicherweise gar nicht in die Situation, dass er dieses Gift trinken muss. Das heißt, er wird sich schützen mit psychologischen Mitteln, um überhaupt in diese soziale Situation zu kommen, dass er Gift trinkt. Ja, das ist die Antwort. Ja, das wäre eine Antwort. Aber es gibt auch eine psychoneuroimmunologische Antwort. Und die psychoneuroimmunologische Antwort würde bedeuten, wenn du zwei Menschen hast, die beide Gift trinken, und der eine wird, weil er ein besseres Immunsystem hat, bessere Heilungsvorgänge im Körper bewirken, kann es durchaus sein, dass der eine vielleicht sogar etwas länger überlebt als der andere. Also ich würde selbst dort noch Unterschiede sehen, weil ich glaube, dass die Regenerationsfähigkeit, das heißt, ich glaube, wir wissen das aus der Psychoneurologie, bei psychisch gesunden Menschen besser ist als bei psychisch kranken Menschen.
Das heißt, wenn ein Gift den Körper zerstört, und es ist ein Gift, das den Körper, ja, wo du ein gutes Immunsystem vielleicht bräuchtest, damit du mit dem Gift so gut wie möglich umgehst, damit die Regenerationsmechanismen greifen, damit diese Organschäden weniger stark sind, damit du es eher überlebst, würde ich sagen, die, die gesund aufgewachsen sind, haben eine deutlich höhere Chance, bei diesem Gift zu überleben als ein anderer. Mhm. Und jetzt kommt der noch größere, breitere, völlig richtig, was du gesagt hast, die würden gar nicht erst in die Situation kommen, Gift zu trinken. Das heißt, die spüren, dass die Situation, die da gerade ist, die riechen das mit einem sechsten Sinn, einem unbewussten Sinn. Die spüren, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das macht keinen Sinn. Ich merke, Sinn, da ist irgendwas läuft hier schief. Oder die Menschen, die hier sind, die sind eigen. Ich gehe lieber weg. Die sind früher die weggehen. Die Kranken, die psychisch kranken Menschen, die depressiv sind, die haben nicht mehr dieses Gefühl dafür. Die haben nicht mehr genug Selbstverantwortung. Die gehen stärker in Unfall Gefahren hinein. Die gehen mit sich nicht mehr verantwortlich genug um und die können dann in eine Situation, wo jemand ihn vergiften würde, leichter auf Lügen hereinfallen. Die würden nicht spüren, dass man mit ihnen Böses will, weil sie schon negativ unterwegs sind und damit überhaupt kein Gespür mehr für den eigenen Schutz haben. Also ihr psychologisches Immunsystem, wenn man es so sagen möchte, würde in diesem Fall ebenfalls nicht so gut sein wie bei denen, die gesund sind und die ein, ich sage immer beim Immunsystem, wir haben mehrere Immunsysteme. Wir haben nicht nur das biologische, das uns dann schützt in der Regeneration, so wie ich es vorhin gesagt habe, sondern wir haben auch ein psychologisches. Wir haben das. Wir haben Angst, wir haben Furcht, wir spüren, das ist nicht gut für uns, wir gehen gleich weg. Und das ist für mich das beste Immunsystem, das man sich vorstellen kann. Und das sollte in der Medizin eigentlich zum Standard werden, dass der Mediziner nicht einfach auf die Immunzellen schaut und das Blut abnimmt und schaut, ob die Immunzellen funktionieren, sondern ins Gespräch mit einem Patienten geht und herausfindet, wie gut ist eigentlich der psychologische Immunschutz, wie gut ist Angst und Furcht ausgeprägt, wie gut kann ein Mensch sich vor sozialen Schädigungen schützen, wie gut kann er sich vor schlechten Partnerschaften schützen. Wie gut kann er eine Pseudorealität als Pseudorealität identifizieren und sagen, nein, das interessiert mich nicht, das sind Energiefresser. Ich schütze mich immunologisch, indem ich mit diesen Menschen nichts zu tun habe, denn die machen mir nichts Gutes. Da erinnere ich mich an einen Satz von dir über die verschiedenen Immunsysteme, wo wir haben, wo auch zum Beispiel das Verwesen eines Fleisches, genau. eines Vogels auf der Straße. Genau, essen wir nicht, das ist ein Ekel da. Ja, absolut, das ist ganz natürlicher Immunschutz, oder? Ekel. Und ich erinnere mich immer wieder an dich, weil seit 2 Jahren rieche ich nichts mehr, nur noch das, was stinkt. Interessant. Ja. Das ist genau das Gleiche. He? Ja. Nur was stinkt, schreckt mich ab, aber Duftstoffe, nichts. Nichts mehr da. Nichts mehr da? Nein. Warum? Weiß ich nicht. Also eine Kollegin, eine Neurologin hat mir mal gesagt, das war natürlich durch eine Corona-Infektion, sagt sie. Ich vermute aber man kann das wieder trainieren mit Duftstoffen. Korrekt. Ah, das weißt du? Ich habe es auch, das gleiche Problem. Ach. Nur ich rieche nur die guten Sachen und die schlechten nicht. Aber das ist nicht logisch, weil das Überleben, das lymphische System müsste doch mehr das Überleben sichern, indem man uns vor schlechten Düften oder vor Ekel von Sachen schützt und nicht umgekehrt. Ich spreche auch nur von ganz bestimmten Düften. Die schlechten Düfte, die ich rieche, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Okay, gut, also gut. Ach, du hast das auch? Ich hab's auch. Ach Gott, jetzt fange ich auch mit diesen Duftstoffen. Wir nennen das Hyposmie. Und du kannst das trainieren, ist völlig richtig. Ich habe das mit einem Ammoniaklösung gemacht. Es hat super funktioniert. Also eine Ammoniaklösung und die du immer wieder, das beißt in der Nase. Und wenn du die immer wieder, wenn die Riechrezeptoren offensichtlich anregst, wieder sich zu bilden, dann wirst du das auch wieder in Ordnung bringen. Okay. Heißer Tipp. Herzlichen Dank, Professor Dr. Dr. Christian Schubert, für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen erklären, warum so viel Energieräuber an unseren Energiereserven zehren und was eine Pseudorealität darstellt und worauf die gebaut ist und auf was sie zurückzuführen ist. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.